Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu 13. Ja, wir befinden uns immer noch in der Basis, in der Militärbasis und ja, da gibt es ein kleines Problemchen, denn irgendjemand hat den Selbstzerstörungsprozess eingeleitet in der Basis und ja, wenn wir jetzt nicht reagieren, dann explodieren wir hier alle, wir gehen alle hoch. Ich weiß nicht, was da gezündet werden, irgendwie Raketen oder so und die explodieren dann und dann ist es vorbei. Deswegen sind wir jetzt an der Reihe, wir müssen es jetzt verhindern. Also auf geht's. Unterbrechen Sie den Selbstzerstörungsprozess der Basis. Also los geht's, beeilen wir uns. Okay. Ja. Die letzte Phase des Selbstzerstörungsprozesses wurde eingeleitet. Hey. Beeilen wir uns. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da unten seht ihr links unten einen Timer. 110 Sekunden, also nicht viel. Wir sollten uns jetzt beeilen. Ja, ich weiß, hier muss man greifen. Das Level kenne ich noch sehr, sehr gut. Und das ist auch wichtig, denn hier gibt es auch eine knifflige Stelle. Und könnte sein, dass es hier für einige knifflig ist. Für mich war es früher knifflig. So. Beeilen wir uns mal. Das da hinten schaffen wir nicht, egal wie wir uns beeilen. So. Alles abstauben. Schnell noch die Waffenkammer plündern. So viel Zeit muss sein, also bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich muss das jetzt bald plündern. So, auf geht's. Es hat jetzt ziemlich Zeit gekostet, aber es muss ja sein. Wo müssen wir jetzt längst? Hier war irgendwie so ein... Hä? 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 Was? Zur Hölle? Achso, ja, hier. Verdammt! Kostet so viel Zeit. Mach auf da, das Ding. 60 Sekunden. Rein da. Schnell. Nein, ich habe zu viel getrödelt. Schnell, 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 schnell. Lauf. Lauf. Die Welt geht sonst unter. Naja, eigentlich fliegen wir hier nur wir hier in der Luft. Aber egal. Ein bisschen Dramatik ist nicht schlecht. Das war nicht vorgesehen. Ja, war es ja auch nicht. Mach auf. Schnell. 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 Mach hin. Vielleicht sind wir alle in die Luft. Ich will noch nicht sterben. Noch nicht. Nein. Mach auf. Schnell. Warte, warte, warte. So, mach auf. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. 20 Sekunden. Quarz, Quarz, Quarz. Quarz, Quarz. Das müssen wir alles zerstören. So. So, das war's auch schon. Zerstörungsprozess unterbrochen. Ja, ging doch. Und da seht ihr, das ist der Vorteil von, wenn man es nicht blind spielt. Man hat einfach diesen Druck. Also man muss nicht so rätseln. Früher bin ich, als ich das Spiel noch nicht kannte, da bin ich da immer nicht drauf gekommen. Da habe ich immer gedacht, hä, was muss man hier machen? Wusste ich einfach nicht. Aber es war, man muss einfach die Dinge anschießen und das Schloss hier knacken. Auf das Schloss müsst ihr zielen. Dann geht das auf. So. Und jetzt kommt noch ein großer Augenblick. Also wenn ihr denkt, das war jetzt heftig, dann erwartet mal, was jetzt kommt. Jetzt geht es nämlich richtig zur Sache. Checkpoint erreicht. Und das ist auch nicht ohne Grund so. Denn jetzt geht's richtig los. Gut, ich bin bereit dafür. Denn jetzt erwartet uns noch ein Boss, den wir alle kennen, der uns schon am Anfang begegnet ist und der uns schon am Anfang auf die Nerven gegangen ist. Ja. Jetzt kommt er. Vielleicht wissen einige von euch, wer jetzt auf uns lauert. Vielleicht hört ihr ihn schon. Da tapstet er leise runter. Er lauert hier auf uns, sobald wir hier unten sind. So. Sobald wir da reingehen, sobald wir näher in diesen Raum hier reingehen, kommt er. So, da ist er. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13, oder vielleicht Jason Fly. Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu erreichen. Oh ja. Das ist nämlich der gute Mongoose. Oder Mongoose. Mongoose, Mongoose. Ey! Jetzt noch aggressiver. So. Hey, Fly! Hä? Wo bist du? Wo bist du denn? Was ist los? Orientierungssinn verloren? Ja, musst du gerade sagen. Ist ja auch nicht der Hellste. Putz. Und lieber mal ein Kind. Geschenk von Nummer 1. Aua!
Meine Güte, ist der aggressiv. Ich hasse diesen Endgegner übrigens. Also ich hasse ihn über alles. Bist du? Wo bist du, Mann? Ich hasse diesen Boss. Wo versteckt er sich, die Ratte? Oh. Er ist echt nicht witzig. So, wo bist du? Boah, ja klar. Mongoose hat's echt in sich. Wenn du so schlau bist, dann finde mich. Ah, wir bekommen Hilfe. Sehr schön. Major Jones am Stissel. Ja. Überraschung. Hä? Ich finde das gar nicht so witzig, wie du das so findest. Ich weiß nicht, was da zu lachen ist. Denn wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Denn wer zuletzt lacht. Überraschung! Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Dreckiger Angeber, Mann. Ah, wird er noch leid tun. Überraschung! Ja. Überraschung. War voll Überraschung, ja. Klar. Musst du schon leiden? Aua. Oh, jetzt packe ich meine Superwaffe aus. Was sagst du dazu, Mongoose? Nicht so toll, ne? Überraschung! Hä? Ja, tut weh, ne? Fuck, ich brauche jetzt schnell was zu mampfen. Überraschung! Ah, wir haben ihn fast! Aber wir haben kein Leben mehr! Verdammt! Aufpassen jetzt! Überraschung! Nein! Hey, Fleisch! Warum geht die runter? Du willst ein Held sein? Nein! Meine Deckung! Jetzt ist Schluss mit dem Spielchen! Aua. Nein, wir hatten ihn fast. Nein. Ich hasse Mongoose. Können wir eigentlich nochmal zum Waffenschrank? Das trifft sich gut. Dann kriegen wir hier nochmal ein Medipack. Jetzt haben wir 4 große Medikits. Jetzt haben wir noch mehr Medikits als je zuvor. Ja, sehr schön. Mehr. Krieg den Hals nicht voll. Nee, krieg ich auch nicht. Mehr. Ist hier sonst noch was? Irgendwie Medikit technisch? Nichts mehr? Hier können wir auch noch längst. Ist noch was drin in den Schränken vielleicht, oder? Ist hier am Ende des Gangs vielleicht noch irgendetwas? Neu gespawnt oder so? Ich prüfe jetzt alles. So, Mongoose, jetzt bist du fertig. Es reicht. Es reicht. Nö, ich glaube, hier ist nichts mehr. Gut, dann geht's jetzt wieder zu Mongoose. So, diesmal kommst du nicht so leicht davon. Hoffe ich zumindest. Denn ich mag dich nicht und deswegen müssen wir dich jetzt besiegen. Ich mag dich echt gar nicht. Ich kann ihn echt nicht ausstehen. Er ist so nervig. Selbst auf dieser Stufe. Ja, kommt er wieder runter. Soll ich die gleich mal rauszücken? Na, doch. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13. Oder vielleicht Jason Fly? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu bereiten. Was für eine Beziehung? Was für eine Beziehung, Mann? Nichts!
träumen nicht von einer Beziehung mit Jason Fly. Du wirst ihn niemals bekommen. Hey, Mongoose! Oder Mongoose. Oder Mongo. Einfach Mongo. Nenn ihn einfach Mongo. Oder Mango. Ne, Mongo trifft's besser. Dein neuer Spitzname für dich. Mongo. Geschenk von Nummer 1. Ja, was willst du, Mongo? Komm doch raus! Wo bist du denn? Man sieht dich ja nicht mal. So. Aua. Verdammt. Ich zieh jetzt mein Sturmgewehr. Aua, wa? Hat wehgetan, ne? Gar nicht so schlecht. Nein! Verdammt, das war dumm. Das war jetzt richtig dumm. Er sollte einen Fliegen. Wenn du so schlau bist, dann finde mich. Seh ich doch, warum sollte ich dich denn finden, wenn ich dich schon sehe? Ey, du bist echt nicht der Hellste. So, wo ist er denn? Der Kleine. Überraschung! Oh Mann, jetzt reicht's aber auch mal. Du verarscht? Aua, 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 das tut doch, ey, das tut doch weh. Das tut doch weh, meine Güte. Der zielt so heftig. Das ist echt der schwierigste Boss. Abstand. Mit Abstand, sage ich euch. Ich brauche jetzt die Superwaffe, sonst werden wir das nicht überstehen. Weil du die so... Oh, wir haben kein Medikit mehr. Verdammt. Aua. Nein. Entdeckung. Entdeckung. Wir können uns keinen Nahkampf mit ihm leisten. Was sollen wir machen? Schnell da hinten hin. Auf die Rohre. Da haben wir noch ein Medikit. So. Aufpassen. Nochmal, wenn wir es nicht auffüllen können. Ah! Verdammt, der ist mir einfach eine Nummer zu hoch. Wo bist du? Wo bist du? Was ist los? Habt ihr unseren Orientierungssinn? Oh. Oh. Ich weiß nicht, wie ich den schlagen soll. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. So, nochmal in die Waffenkammer. Kann's ja wohl nicht sein. Ich meine, es gibt da so einen simplen Trick, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Soll ich den mal ausprobieren? Ja, gut, ich mach's. Einmal kann man's ja wohl probieren. Den habe ich selbst herausgefunden, ohne irgendwas im Internet nachzuschauen. Ich habe mir den einfach mal selber gemacht und dann... Ja, wir werden gleich sehen, was ich meine. Und zwar kann man ihn dann die ganze Zeit ja beschießen, wie man will, wie man lustig ist. Aber man braucht auch sehr viele Medikits. Und zwar... Geht man dann hier runter, wie immer. Und dann... Geht man ja in diesen Raum rein, dann kommt diese Zwischensequenz und dann geht man einfach wieder einen Schritt zurück. Dann kommt er eigentlich hierher und dann kann man ihn die ganze Zeit beschießen. Jason Fly? Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ende zu ja, ja. So, jetzt müsste er eigentlich gleich kommen. Jetzt gehe ich einen Schritt zurück, jetzt kommt er. Oh,
Nein, das funktioniert nicht. Ich hab gedacht, das klappt. Das wäre auch zu schön gewesen jetzt. Wieso nicht? Wieso nicht? Wir werden das jetzt durchziehen. Ich will diesen Boss jetzt in dieser Folge töten. So. Ich will den töten. Ich muss den doch auf normal down kriegen. Ich will den jetzt unbedingt töten einfach. Ich will dieses Let's Play jetzt beenden. Und das geht nur, wenn wir diesen Boss umlegen. Und wenn es nicht anders geht, dann stelle ich eben auf leicht. Also ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will das Spiel einfach nur noch durchhaben. Denn viel ist es nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13. Oder vielleicht Jason Fly? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu erreichen. Ja, da bin ich auch der Meinung. Kleine Ratte. Was ist los da? Sonst bist du immer so flink. Sonst bist du immer so flink, ne? Aber wenn dich denn mal einer verfolgt. Feierabend. Ja, was jetzt? Hättest du nicht gedacht, dass ich so aggressiv bin, oder? Lach mal noch. Jetzt kommt die Superwaffe. Überraschung! So, wo bist du? Ich will dich umlegen. Überraschung! Oh nein! Ich stelle jetzt auf leicht. Ich habe keine Lust mehr. Kleinen Moment. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht die Fahrt. Ich habe jetzt auf leicht gestellt. Beziehungsweise Arcade heißt es ja. Damit wir das jetzt endlich schaffen. Aber ich sage dennoch nicht, dass es jetzt sicher gewonnen ist. Weil ich habe früher auch schon mal auf leicht gespielt. Und da habe ich den Boss auch mal... beim Boss auch mal gefailt. Also das kann... jetzt auch postieren. Also, ich will es jetzt unbedingt schaffen und ich hasse diesen Boss einfach nur. Ich finde ihn einfach nur nervig. Oh, hier kriegt man sogar noch 2 Medis extra. Habe ich eben gar nicht mitgenommen. Totale Verschwendung. Also, man sollte sich schon mal gut umschauen hier. Wäre vielleicht nicht so schlecht. So, aber dann gehen wir jetzt echt mal zum Boss. Und dieses Mal knocken wir ihn um. Weil ich möchte das jetzt endlich schaffen. So, Boss. Bist du bereit, Mongoose? Mongo? Ja, Mongo. Komm. So. Jetzt müsste er eigentlich auch noch mehr verlieren als eben auf normal. Ich hoffe, er zielt auch schlechter. Aber das Problem ist, er hat eine Uzi und deswegen ist es eigentlich egal, wie er zielt. Er trifft immer irgendwie. Seien Sie gegrüßt, Nummer 13. Oder vielleicht Jason Fly? Es wird Zeit, unserer Beziehung ein unwiderrufliches Ende zu erreichen. Wie du meinst. Schatz. Ja, er zieht schon weniger. Hey, Fly! Was ist? Na, sieht schon besser aus. Also ich denke, das könnte es werden. Aber er zieht trotzdem noch ziemlich heftig dafür, dass es jetzt auf Arcade ist. Ein Geschenk von Nummer 1. Was? Wer ist die Nummer 1? Wer ist die Nummer 1? Er sagt es mir. Wenn du so schlau bist, dann finde mich.
viel HP hat der Typ eigentlich? Das kann doch kein normaler Mensch aushalten. Ganz ehrlich, das kann kein normaler Mensch aushalten, was der hier einsteckt. Überraschung! Hallo. Oh, shit. Oh, shit. Der ist echt übel. Auch auf leicht. Überraschung. Überraschung. Oh, shit. Ich hoffe, wir haben noch genug Medis. Ich will das jetzt schaffen. Komm schon. Was ist los? Haben wir unseren Orientierungs... Ja, oh, wir haben ihn fast. Komm schon. Ich will es endlich schaffen. Ich will es endlich hinter mich haben. Ist nicht witzig. Ich meine das ernst. Du bist ein Held sein, du bist fast tot, kannst immer noch so lockere Sprüche klopfen, ne? Klar. 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 Jetzt ist Schluss mit den Spielchen. Sehe ich genauso. Quatsch, Junge! Ab mit dir! Ich werde diesen alten Bastard bestimmt vermissen. Ich auch. Hier lang! Wo? Welche Leiter? Von wo kam das? Ich will jetzt nicht auf die falsche hochsteigen. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Und da musste ich die andere wieder nehmen. Und das war nervig. Auf jeden Fall ist Mungus tot. Jo. Huh! Der war ziemlich schwer, auch auf Arcade. Und hättet... Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte den höchsten Schwierigkeitsgrad beibehalten. Dann stellt euch mal vor, wie er jetzt wäre. Da hätte ich ein Jahr dran gesessen. Falsche Leiter. Oder? Ist mir jetzt egal. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. Diesen Boss auf jeden Fall. Huh. Ja. Gut. Ja, war jetzt die falsche Leiter. War ja klar. Da oben ist sie. Achso, da steht sie ja sogar, aber da habe ich gerade nicht so geachtet drauf. Ich war noch zu geflasht, dass ich ihn jetzt geknackt habe, endlich. So. Hätten wir noch genug Medis übrig gehabt? Ach, wir hätten immer... Oh, so. Ich habe gedacht, das ist schon voll eng wieder mit Medis und wir haben kaum noch Leben und oh, das ist Dramatik. Nein, war es gar nicht. Wir hätten noch so oft Medis schlucken können. Aber die zählt man natürlich während des Kampfes nicht. So, hoch da. So. Gott sei Dank, du bist am Leben. Ja. Komm schon, lass uns verschwinden. Ja, da bin ich auch für. Weg von diesem Saftladen hier. Du bist wirklich ein Teufelskerl. Alles in Ordnung, Wally? Ist es wirklich vorbei? Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ja, oh, Level abgeschlossen. Uiuiui. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie keine Informationen über meine Vergangenheit haben, General. Als ich dich angeworben habe, mein Sohn, habe ich dich nicht um einen Lebenslauf gebeten. Ich habe meine Jungs immer nach Talent bewertet. Und du warst ganz besonders gut. Und Jones? Du hast ihre Diskretion immer geschätzt. Sie ist auch eingeladen. Vielleicht weiß sie mehr darüber.
So, Leute. So, der Zeitpunkt ist gekommen, diese Folge zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich wirklich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.